Morgen Landtagswahlen in NRW, bla bla bla. Der Laden hier kann sonst dicht machen. Die ziehen uns gerade in einen Krieg rein. CDD, SPD, Grün, Dreck. Du meinst SPD, Grün, FDP, Dreck. Aber ja, CDU ist auch Dreck. Aber ja, die sind alle Dreck. Was willst du machen? Das ist ja das Problem. Die sind ja alle Dreck. Ein Rapper macht laut seiner eigenen Aussage einen Witz und löst damit einen Rassismusskandal aus. Was ist KKK oder White Power? KKK bedeutet Ku Klux Klan. Laut Wikipedia gilt der Klan als gewalttätiger Geheimbund in den USA. Doch da. CDU will gegen Clans und so vorgehen. Was sollen sie doch machen, Alter? Was sollen sie machen? Das ist ziemlich harmlos beschrieben, denn die Mitglieder, die bis 1944 aktiv waren, haben unzählige schwarze Menschen gefoltert, erniedrigt. Raus mit der Viecher! Ich will AfD! Nein, war ein Scherz. Und umgebracht. Teilweise haben sie daraus sogar eine Show gemacht und haben eine Party gefeiert, wenn sie einen schwarzen Menschen getötet haben. Wer einen Schwarzen umbringt, gilt als Held in diesem Clan. Seit 1950 sind vereinzelte Gruppen von diesem Clan wieder aktiv. Sie treiben nicht nur in den USA ihr Unwesen, auch in Deutschland. Also, wenn ich wieder so ein Video machen würde, ne, dann wird das heißen, oh, ist gelb, weil Rassismus, dies, das. In Deutschland haben sie mehrere Mitglieder. Allein die Gründung von diesem Clan ist hochrassistisch, denn sie haben diese Organisation nur gegründet, um Schwarze zu unterdrücken. Tamam da olum. Jeder kennt KKK. Ist ja schön, dass du das alles erzählst. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf dein Gelaber. Ich wollte wissen, was Manuelsen sagt. Hier, schaut es euch an. Was geht ab, Jungs? Guck mal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin hier gerade beim Training und muss jetzt sehen, wie. Hä? Bin ich gerade blöd oder hat er bei dem letzten Video keinen Bart gehabt? Na, vielleicht bin ich doof. Die Leute darüber in den Nachrichtenportalen und in den Blogger, YouTuber, was nicht Kanälen darüber diskutieren, ob das jetzt ein Scherz war oder nicht, lustig war von unserem albanischen Ehrenmann. Guck mal, ich sag euch was. Ich kann euch nicht zwingen, das endlich zu begreifen, ne? Dass sowas sehr verletzend, diskriminierend und sonst was ist, dass man darüber keine Späße macht. Ich kann euch dazu nicht zwingen, aber deswegen sage ich euch Folgendes. Guck mal, ich werde mit jedem Internetportal oder jedem Nachrichtenportal oder jedem Blogger oder sonst irgendetwas, der noch mal jemals über ihn berichtet oder mit ihm berichtet oder sonst irgendetwas macht, werde ich nie wieder ein Interview geben, nie wieder werde ich mit diesen Leuten reden und nie wieder. Wie gesagt, jeder, der über den redet oder berichtet oder auch eine Schlagzeile von ihm postet, egal ob er die Welt rettet oder ob er Krebs heilt oder sonst irgendetwas, jeder, der seinen Namen noch einmal in ein Nachrichtenportal in dieser Szene postet, mit dem werde ich nie wieder was interviewen oder reden. Und ich werde von denjenigen seiner Seite, wenn es nötig ist, mit Anwalt jegliche Berichte, was Manuelsen angeht, runternehmen lassen. Okay. Gilt das dann auch für Rapcheck? Oder hat Rapcheck Sonderrechte, was das angeht? Weil den Memo, den benutzt er ja öfter mal für seine Dings, beziehungsweise angeblich sind die ja Freunde. So, das ist mein Wort. Das ist mein Wort. Also, wer über Bösemann berichten will und wer mit Bösemann Sachen machen will, soll machen. Ist ein freies Land. Aber dann braucht ihr mit mir nicht mehr reden. Ne? Und ihr dürft auch keine Berichte mehr über mich machen, Fotos von mir verwenden oder sonst irgendetwas. Ich werde das mit einem Anwalt gerichtlich durchbringen lassen, wenn es sein muss. Ne? Wenn es sein muss, werde ich das veranlassen. Ne? Weil ich hab die Faxen dicke. Ich habe die Faxen dicke. Okay? Wo kommen wir denn da hin, Alter? White Power, Ku Klux Klan, dies, das, ist doch nur lustig, ist doch nur. So, deswegen, auch am Memo Rap Check, ich küsse dein Herz. Du hast natürlich nur berichtet, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du noch einmal über den berichtest, ne, dann darfst du Manuelsen nicht mehr benutzen. So, hiphop.de, dies, das.de, Rap Cloud, Rap Witz, Rap Tastisch, Rap dies, das, wie ihr alle heißt, ne? Ich werde, wenn es sein muss, nur noch über Twitch mich selber promoten. Ich sag euch ganz ehrlich. Ich sag euch ganz ehrlich, ich bin da raus. Ich bin da raus. Ich sag euch ganz ehrlich. So, und jetzt zu dir. Hör mal zu, dreh die Sache nicht um, ne? So, guck mal, wir haben ein persönliches Problem. Die Sache ist auf, Bruder. Wir haben ein persönliches Problem. Mach nicht auf, haha, ja, der Manuel, hör auf zu reden, du Schwat. Komm nach Duisburg, komm nach Düsseldorf, komm nach Duisburg, komm wohin du willst. Komm, wohin du willst. Reicht. Es reicht. Mach dich nicht größer, als du bist, du Sch. Du Sch. Komm. Komm. Ich zeig dir KKK. White Power. Zeig ich dir White Power. Ich zeig dir White Power. Komm. Du redest doch Hand aufs Herz und Gewehr an Mann und dies, das, diese ganzen albanischen Sprüche, die du da bringst. Komm.
Komm. Komm ins Legacy Gym, komm. So, gibt's keine Kameras hier, gibt's keinen Trubel, gibt's keine Klicks, gibt's keine Likes, hier gibt's nur. Was Anna? Oh yeah, komm, ich zeig dir White Power. White Power, ich zeig dir, komm, White Power, komm. Ah, ich schwöre auf Gott, komm. Habibi, ich bin nicht wie diese anderen Rapper, Ich warte seit zwei Wochen auf dich, komm, ja, komm. Andy Rap. Mashallah, was soll ich sagen? Manuelsen frisst ihn auf. Und dann hätte er es auch mal endlich verdient, Alter, ohne Scheiß. Andauernd diese große Fresse vom bösen Mann. Irgendwann reicht's einem auch, ja? Bitte, steh mal einer auf und klatsch den mal weg, ja? Manuelsen, dein Job, dein Einsatz. Hau den mal weg, Alter. Reicht doch langsam mit dem. Danke, der hat das nicht so gemeint. Ja, natürlich hat das nicht so gemeint und der hat Witz gemacht, dies, das. Aber trotzdem, immer dieses Arrogante, er ist der Krasseste, er ist dies, er ist das, er ist jenes. Am Ende weiß ich, das Lustige ist ja, guck mal, ich weiß hinter den Kulissen, wer wie schreibt, so weißt du. Ich sag nur diese Kolja-Goldstein-Geschichte, ja. Ich darf halt nicht immer so alles ausplaudern, ja. Aber wie er sich hinterher bei Kolja entschuldigt hat und dies, das. Ey, so und... Jedes Mal große Fresse, wenn er an Falschen gerät, hinter den Kulissen wird zurückgerudert, Herzchen geschickt, keine Ahnung was. Und vor der Kamera immer den dicken Max markieren. So. Soll der Manu den mal wegklatschen und dann ist gut. Die sind doch alle die krassen, heftigen Macker. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hab jetzt mal Hand aufs Herz, Leute. Setzt sich Manuelsen in jedem Interview hin und erzählt, dass er der krasseste Typ ist und dass er gegen den und jeden und den kämpfen will? Nein, der hatte einmal ein Beef mit Bushido, Alter, und dann vor zig Jahren mal mit Massiv, aber so, keine Ahnung, die Rest waren doch so Kleinigkeiten. Meistens wurde er vorher angegangen, in 90% der Fälle kam irgendwoher erstmal ein Angriff gegen ihn. Deswegen, ich finde so dieses harte Getue von Bösemann kann man nicht gleichsetzen mit Manuelsen. Bösemann, sein ganzes Image basiert darauf. Deswegen musste er bei Kolja auch zurückrudern. Weil Kolja hätte sein Image zerstört, ganz einfach. Ja, Willi will's wissen und so, trotzdem, das ist doch was anderes, Mann. Das ist doch was anderes. Ich finde, das macht den richtig unsympathisch, den Bösemann. So eigentlich... Könnte Bösemann voll der sympathische Dude sein, könnte so Onkelstatus haben, aber dadurch, dass er sich immer dieses Boxen, Kämpfen, dies, das, weil er, Alter, damit macht er sich voll unsympathisch. Dass er immer sich profilieren muss, dass er immer versuchen muss, sich über andere zu stellen. So, nicht cool. Was geht hier ab? Der wird jetzt am 21. sowieso gegen Sinan kassieren, bin ich mir sicher. Da müsste man. Kann man da Wetten eigentlich? Wetten abschießen? Ich glaube ja, oder? Platz 6, 22. Ich bin Fatto, aka Fatbeats. Bösemann! Bösemann, komm! Komm, Pause! Naja. Kein Bock auf Anzeige von Manu, deswegen. gucken wir uns den Böse gar nicht an. Ich kann mir die Platzsacks-Folgen auch nicht angucken, tut mir leid. Also ich kann mir die nicht ganz angucken. Ich weiß, einige von euch feiern das, aber es ist auch kein Diss oder so, aber ich kann es mir einfach nicht geben, Alter.